Gut. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit dem 29. Mai ist der Umfindler im Betrieb. Noch bald 2 Monate Pause sind die ersten Flieger dann mit den unterschiedlichsten Destinationen fortgeflogen und auch zurückgekommen. Hoffentlich, und das ist meine Hoffnung, die mal guten Hund, ohne Krankheit mit auf Lützeburg zu bringen. Die Airlines haben sich selber engagiert, für verschiedene Sicherheitsmessuren an Bord, respektive auch am Airport, zu holen. Gleichzeitig wird der 30. Mai der Mobilitätsminister zusammen mit der Direktion de la Santé annonciert, dass der Chipverein, den Umfindel, auch könnt, sich gratis testen lassen. Kann ihn also auch schon auf der Platz Umfindel einen Test machen, an dem er relativ sicher wissen, ob er krank ist oder nicht. Für das, das funktioniert, kriegt Chip für eine Bon, mit dem man sich da kann testen lassen, entweder umfinden oder an einem von den aggregierten Laboratorien. Zanterdem die Tester angeboten gehen, gibt es aber eine zweite Maßnahme, die Airlines auf Basis von einer Rekommendation von der International Civil Aviation Organization, der ICAO, geholt haben. Und entschuldigt, wenn ich nur Englisch werde danach benutzen, an Bord von allen Flieger muss am Moment auf Anweisung von den Airlines eine sogenannte Public Health Passenger Locator Form ausgefüllt gehen. Was noch viel klingt, ist essentiell ein DIN-A4-Blatt, wo ein persönliches Donnehen muss gehen. Donnehen, wen ihn ist, wo ihr sitzt am Flieger, mit wem ihr reist, wohin ihr reist, wo ihn die nächste Risse steht, zu erreichen ist, wen am Zweifel ihn die nächste Risse steht, erreichen kann. Das heißt, hier gehen auch Donnehen von Dritten, die nicht forcément am Flieger sitzen, mit repertoriert. Das Donnehen gehen legal erhoben, darunter besteht wenig Zweifel. Aber nur unsere Kenntnisse sind leider schon im Findel oder bei Passagieren, die über den Findel transitiert sind, positiv Covid-19-Tester durchgeführt. Das heißt, die ersten Positiv-Tester um Findel stattfand. En Konklusion davon hat Röm unsere Informationen noch die Direktion de la Santé bei der betroffenen Airline noch gefragt, 4 Tonnen von den sogenannten Public Health Passenger Locator Forms zu kriegen. Lo ist es so, dass man am Kader von der Covid-19-Gesetzgebung, die man ja meinte, soll aufstimmen, über den Amendement parlementaire eben gerade ein bisschen legal geschaffen haben, dass die Donnehen können, verschafft und akzidiert gehen. Stellt sich also für mich die Frage, Madame Minister, könnt ihr konfirmieren, dass die Direktion de la Santé oder eine andere Administration Passagierdonnehen, die auf diese Formulare gespeichert sind, angefragt tun, und falls ja, auf Basis von Wettfänger, was legal das geschieht ist. Und dann die zweite Frage, könnt ihr konfirmieren, dass Passagiere um Findel unter dem 29. Mai positiv auf die Covid-19 getestet werden? Falls ja, wie viele Fälle sind das? An Horizonte hier Kontakte retraciert, aber ja, dürfen die anderen Passagiere an Bord darüber informiert? Und falls ja, ob mit welcher Datenbasis? So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Madame Gesundheitsministerin Paulette Lehnert hat das Wort. Yeah.